So Leute, willkommen zurück zum Let's Play Pokémon die Feuerrote Edition Nuzlocke Challenge. In der letzten Folge haben wir den Rubin gefunden, wir haben danach Lavados besiegt, sind danach zu Celio, haben ihnen dann den Rubin gegeben und wir haben noch eine weitere Aufgabe, noch einen weiteren Edelstein zu finden. Wir haben jetzt aber vorher noch am Schatz gestartet, wo ich gehofft habe, irgendein cooles Pokémon fangen zu können, aber das Habitat haben wir dann mit einem Volltreffer erledigt. Gut, dann fliegen wir jetzt nach Island 1 zurück, um dann Island 2 nochmal zu erkunden, oder? Oder fahren wir auf die Sevi Islands? Man weiß es nicht. Wir gucken mal. Also an sich, das hier haben wir alles erkundet, so wie ich das sehe. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich habe echt keinen Plan. Ich glaube, wir gucken erstmal auf den anderen Islandern nach, um Celio zufriedenzustellen. Und ich glaube letztendlich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ahoi, wohin soll es gehen? Nach Island 4 bitte. Also fahren wir mal dahin. So, da sind wir auch schon. Mal sehen, was wir hier so Schönes haben, denn hier waren wir noch nie. Oh nein, der will nicht, nein. Hey Cloud, was machst du hier auf Sevi Island? Du sollst aufhören, mich nachzuahmen. Egal, ich habe ein Pokémon-Ei bereits. Es hält mich... Also hält mich nichts mehr hier. Hey, ich glaube, du weißt nichts über Pokémon-Eier. Du wirst nie deinen nationalen Pokédex vervollständigen. Apropos, es sei jemand auf dieser Insel, den wir beide kennen. Warum siehst du dich nicht um, wenn ich dich neugierig gemacht habe? Ich? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Wir sehen uns. Ich bin froh, dass der jetzt nicht kämpfen will, ganz ehrlich. Auf den hätte ich jetzt nämlich keine Lust. Weil ich glaube, gegen den kämpfen wir nur noch in der Pokémon-Liga am Ende nochmal. Erstmal gucken wir hier weiter, was wir hier so Schönes haben. Ein Pokéball mit einem Sternenstück. Okay. Ist ja nicht besonders viel, aber das kann man immerhin verkaufen. So, dann gehen wir einmal ins Pokémon Center und heilen unsere Pokémon. Ja. Kennen wir schon. So, damit sind unsere Pokémon wieder fit. Und wir reden mal mit den Leuten. Oh, ein Pokémon-Ei? Ich habe keine Ahnung. Oh, Moment, in der Pension habe ich etwas darüber gehört. Sie sagten, sie haben früher schon Eier auf ihrem Grundstück gefunden. Mhm. Dort gibt es eine seltene Art Eis-Pokémon in der Höhle. Viele Besucher kommen nur, um diese Pokémon zu sehen. Okay. Was ist los? Die letzte Ausgabe vom Pokémon-Journal ist noch nicht auf dieser Insel angekommen. Das ist schade. Das tut mir jetzt auch sehr leid für den alten Herrn. So, was steht denn hier auf dem Schild? Island 4, warmes blaues Eisschollenland. Okay, wir reden mal mit dem Pensionsleiter. Ich bin der Pensionsleiter. Ich kümmere mich um die wertvollen Pokémon der Trainer. Wenn ich eins deiner Pokémon aufziehen soll, sprich mit meiner Frau. Kriegen wir hier vielleicht ein Ei? Ich bin die Pensionsleiterin. Wir ziehen Pokémon für dich auf. Nein. Aber gut, komm halt wieder. Nee, ich glaube nicht. Ich würde mal interessieren, ob wir hier wirklich ein Ei irgendwo kriegen können. Mal mit den beiden Dicken reden. Fertig? Boing! Wir tragen einen Body Slam Kampf aus, um herauszufinden, wer als erster umfällt. Wenn du mitmachst, wirst du allerdings wie ein Käfer zerquetscht. Soll ich Body Slam einen deiner Pokémon beibringen? Ja, wir können ja mal gucken, was ich so hab. Welches Pokémon soll Body Slam erlernen? Also Nessie kann ihn. Und, Klotz? Was kann Klotz nochmal? Ach komm, wir lassen's. Vielleicht später. Hier, Boing, du bist schwer. Ich glaube, die sind beide nicht gerade Fliegengewichte. Lorelei ist zurückgekehrt. War das Leben in der Stadt etwa zu stressig? Oh, du hast mich gefunden. Bitte verrate Lorelei nichts. Wusstest du, dass Lorelei eine ganze Menge Plüschpuppen besitzt? Bei jedem Besuch auf Island 4 wächst ihre Sammlung. Was von Lorelei? Ja, die gute Lorelei von den Top 4, die wohnt hier anscheinend. Die können wir gleich mal besuchen gehen. Kicher, ich habe eine Menge Sticker gesammelt. Wie gern würde ich mit ihnen angeben? Oh prima, hier bist du richtig. Sino, siehst du? Dies sind meine Sticker. Sino, wie viele es sind. Ich wette, du willst auch ein paar. Ganz bestimmt sogar. Ich gebe dir einen Sticker, wenn du mir etwas Cooles von dir verrätst. Wo willst du es angeben? Ruhmeshalle. Oh wow, du hast also bis in die Ruhmeshalle geschafft?
Das ist gar nicht schlecht. Ich gebe dir dies. Oh, hallo. Da kommt der Angeber. Womit willst du heute angeben? Siege. Oh, du hast erfolgreich wie ein Linkkabel gekämpft. Du bist echt stark. Ich gebe dir dies. Ha, das ist dann wohl ein Sticker, den Deathrock nicht hat. Ja, okay. So gut war er jetzt nicht. Wobei doch. Ich fand... Oh, Lorelei scheint nicht zu Hause zu sein. Ja gut, dann wird die bestimmt in der Eishöhle sein irgendwo. Aber wir gucken erst nochmal, ob wir mit irgendwem reden können. Ne, sieht nicht danach aus. Dann gehen wir jetzt auch mal in die schöne Eishöhle. Was haben wir denn hier? Ein Sternstaub. Ein Staub. Wir haben das Sternstaub, nicht einen Sternstaub. Guten Pokémon für Island 4. Felino, wow. Level 12. Ah. Stimmt, das ist ja Island 4 in einer Route quasi. Dann gucken, also die Stadt von Island 4 ist hoffentlich. Aber die Höhle wird ja dann irgendeinen Namen haben. Ich versuche es mit dem Hyperball und 1, 2, nein, nicht 2. Oh, das wird ein Spaß, das mit Bällen zu steinigen. Denn letztendlich können wir es nicht schwächen. 1, 2, 3. Yes, sir. Toll, Feline wurde gefangen. Für Feline wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Felino, Fisch, Größe 0,4 Meter, Gewicht 8,5 Kilogramm. Bewegt es sich an Land, bedeckt es seinen gesamten Körper mit einem schleimigen Giftfilm. Ob ich den schleimhaltig gelesen? Und ja, es kriegt einen Spitzname. Und weil es aussieht wie ein Molch. Und ich bei Molchen immer mit Newton denken muss, weil Newton mit Vornamen Isaac hieß, kriegt es auch diesen Spitznamen. Perfekt. Ja, das war natürlich sehr nett. Oh, Fröstel. Ich habe aus dem Eis, das ich in der Eiskristallhöhle abgetragen habe, einen Eisdrink zubereitet. Fröstlich und lecker. Schön. Und ich glaube, ich möchte hier erst in den späteren Gefilden der Höhle ein Pokémon fangen. Oder es versuchen, deswegen benutze ich einen Topschutz. Gut. Und dann gucken wir mal, was wir hier so finden können. Ich bin gespannt. Okay, da bräuchten wir die Kaskade. Vielleicht kriegen wir die ja hier. Okay, wir dürfen auf jedes Feld anscheinend nur einmal gehen. Weil wir sonst einbrechen und runterfallen. Und wir finden einen Hyperball. Cool. So. Nee, oder? Ach, scheiße. Ja, das war's dann mit roten Pokémon für die Eiskaskadenhöhle. Aber immerhin haben wir gerade noch einen Felino gefangen. Dann geht's ja immerhin halbwegs. Ist mir jetzt lieber, als wenn wir gar nichts fangen würden. Und ich glaube, dann werde ich jetzt letztendlich mal ein stärkeres Pokémon nach vorne setzen, was dann klingt komisch, aber stärker ist. Um den Schutz richtig wirken zu lassen. Und wir gehen einfach mal hier runter. Und hoffen, dass es richtig war. Wo kommen wir hier wieder raus? Auf der anderen Seite, okay. Das uns auch irgendwo hinbringen. Aber wir machen erstmal das Eisrätsel hier. Was uns irgendwie nicht viel bringt. Okay, ich glaube, wir müssen hätten ins andere Loch gemusst. Dann gehen wir jetzt hier rein und gucken weiter, wo wir dann rauskommen. Dann kommen wir hier raus. Okay, dann können wir jetzt das Item holen. Das ewige Eis, das versteckt Eisattacken. Das ist eventuell ganz nett für Nessie mit dem Eisstrahl. Und dann müssen wir wieder nach oben. Und können dann in das andere Loch pumpen. So. Und dann kommen wir da raus, wo wir dann hoffentlich auch endgültig aus diesem Eisrätsel rauskommen. Ja, hier kommen wir raus, gut. Ich habe mich schon fast gewundert, weil ich erst diesen Bogen richtig gesehen habe. Und eine Top-Genesung finden wir. Schön. Dann geht's weiter und wir finden Kaskade. Cool. Die findet man also einfach so in der Eiskaskadenhöhle. Gut, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht
Lapras die Kaskade beibringen, muss ich sagen. Also ich... ja. Egal, machen wir. VM7. Ja, logischerweise kannst du nur Nessie lernen. Mal gucken, was wir vergessen lassen können. Eigentlich muss ich sagen, möchte ich alles gerne behalten. Eigentlich möchte ich echt alles behalten. Gut, dann mache ich es anders. Ich gehe nochmal raus aus dieser Höhle und hole mir noch unseren guten Chuck ab. Und Chuck ist ja eher ein physischer Angreifer und den tut so eine Kaskade auch gut, muss ich sagen. Würde ich behaupten. Nee, fliegen. Ich möchte fliegen. Weil ich keinen Bock, weil ich jetzt gerade zuvor bin zu surfen. Island 4. Also ich hoffe, ich kann jetzt überhaupt schon an dem PC. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht gerade. Ja, kann ich anscheinend. Dann gucken wir mal. Level 63. Okay, dann habe ich ihn auch hochgelevelt für die Kämpfe gegen Deathrock. Das ist gut. Das ist sehr gut. Gut, dann gucken wir mal, dass wir das auch mitnehmen. Für... Mein Surfer hat er ja auch, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, wir legen tatsächlich Momentolo ab. Würde ich behaupten. Dann überlege ich, ob ich Epona mitnehme. Allerdings kann das wohl kaum kämpfen in der Eiskaskadenhöhle, deswegen lasse ich das doch lieber, denke ich. Und dann gucken wir mal, ob der gute Chuck irgendeine Attacke hat, die er verlernen darf. Ich hoffe es zumindest, dass er es hat. Und ja, er möchte keinen Eintrag vergessen, und zwar... Die kann dann... Der wird voll zum vor allem Sklaven. Ach, ätzend. Ja, komm, viel Drachenwut geht das. Ja, komm, wir drücken uns mal weg, damit wir schnellstens in der Höhle weitermachen können. Denn, ich möchte ja auch ein bisschen weiterkommen hier. Und das sind wir schon wieder. War der Schutz eigentlich noch aktiv? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, aber wir können sowieso kein Pokémon mehr fangen. Was eigentlich keinen Sinn macht, das zu sagen, weil... Mit dem Schutz schon mal gar nicht. So, und jetzt kommen wir auch die Wasserfälle hoch. Und mal sehen, wo wir dann landen. Erstmal eine Leiter. Und die gehen wir runter. Ich bin übrigens gerade überaus froh, dass ich den Blitz nicht brauche. Und hier geht's raus. Ah, das ist ein Shortcut, okay. Okay, ich war schon leicht verwundert. Aber ich freue mich gerade irgendwie. Jetzt bietet der Schutz nicht mehr, okay. Dann benutzen wir mal ganz, ganz fix einen neuen. Denn ich habe keine Lust auf viele Pokémon, auch wenn hier ein paar coole kommen können. Die können wir ohnehin nicht fangen, sondern gehen wir hier jetzt hoch und das ist der richtige Weg. Lorelei! Ja, ich würde sagen, die Kämpfe machen wir, beziehungsweise das machen wir in der nächsten Folge von Pokémon Feuerrot. Bis dann, Leute. Ciao!